So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Review und Unboxing bei mir am Kanal. Heute stelle ich euch das Asus ROG Strix K3 vor. Das ist ein Gaming-Laptop und ich freue mich mega, das Ding euch vorzustellen, denn das ist eine Kooperation zwischen Notebooks billiger, Asus und ESL One. Und ich habe einige Sachen für euch, Freunde. Erstens, ihr bekommt einen Laptop geschenkt. Nein, nicht direkt natürlich. Ihr müsst natürlich unten in der Videobeschreibung auf den Link draufklicken und dort bei dem Gewinnspiel teilnehmen von Notebooks billiger und Asus. Und nicht nur das, ich habe noch 5x2 Eintrittskarten für die ESL One und einmal zweimal VIP-Tickets. Versteht man das? Also einer von euch kann 2 VIP-Tickets gewinnen für die ESL One. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, Leute. Schreibt unten in der Videobeschreibung Hashtag Asus und warum ihr unbedingt die Eintrittskarten gewinnen wollt für die ESL One. Dort wird alles drum und Counter-Strike geschehen. Da werden Riesenturnier stattfinden mit Riesenpreisgeldern. Richtig spannend zu sehen in der Lanxess Arena, Freunde. Und ich war da schon mal. Das ist richtig geil. Muss man sich auf jeden Fall gönnen. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ding so aussieht. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen für euch. Aber das erzähle ich euch gleich beim Unboxing. Viel Spaß. Los geht's mit dem Review. Darüber geht's. So, da sind wir an unserem Unboxing-Tisch, Freunde, und ich freue mich schon, das Ding auszupacken. Aber vorher sage ich euch noch was, auf der ESL One wird es einen Stand geben von notebooksbilliger.de mit Asus und dort gibt es auch einen sehr günstigen zu erwerbenden Laptop, sondern den Asus ROG Spherus S. Der wird sehr limitiert und es wird sehr, sehr günstig dort zu erwerben sein. Das heißt, wenn ihr sowieso vorhabt, einen Laptop zu kaufen, solltet ihr auch unbedingt da vorbeischauen. Das heißt, Freunde, in diesem Video hattet ihr die Möglichkeit, einen Laptop zu gewinnen, Freikarten zu gewinnen und wenn ihr selber einen Gaming-Laptop kaufen wollt, dort bei der ESL One selber einen richtig günstigen Gaming-Laptop zu kaufen, das ist auch richtig geil. Nicht vergessen, Asus in die Kommentare zu schreiben, Hashtag Asus in die Kommentare und warum ihr unbedingt die Freikarten gewinnt. Vielleicht kommt ihr schon so in die ESL One. Ich bin ja überlegen, selber dorthin zu gehen. Als VIP, das wäre schon nice, oder? Okay, Freunde, ich würde sagen, packen wir das Ding aus. Ich habe das schon aufgemacht hier, wunderschöne Kiste. Ihr wisst ja, ich muss hier mal ganz kurz reingucken. Mann, ist das eine riesen Kiste. Mein Gott! So, da haben wir den Karton. Liebe Sachen auspacken, Freunde, ihr wisst das ja. Ich geh's los hier. Lieblingsmesser. So, jetzt geht's los. Wollt ihr näher kommen? Oh, erstmal hier. Werbung. Weg damit. Ja. Asus. So, da haben wir den. So sieht der Karton aus. Schön schwarz gehalten, Freunde. Bisschen hier rotes Logo schön. Ich mag diesen Strich hier. Wird von rot zu blau. Das sieht sehr nice aus. Sehr modern. Auf der Rückseite haben wir nicht so viel, nur ein paar Hinweise zu der Batterie. Hier steht es. ROG Strix. Strix. Ich hoffe, ich sage das richtig. Strix. 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 So, hier haben wir ein Label. Das Ding wurde noch nie aufgemacht. Das machen wir mal. Zack. Jawohl. Jetzt legen wir das hin. Komm mal näher. Ich weiß, ihr wollt das ganz von nahen erleben, Freunde. Oh, ich hab's falsch rum aufgemacht. Alter, diese Kartons sehen immer besser aus. Und hier haben wir den schon. Den süßen Boy. Ich will es gar nicht mit einer Hand hier hochkommen. So, guck mal weiter, was im Karton ist. Was ist hier drin? Machen wir das auch am besten, um kaputt zu machen. Anleitung. Ah, alles klar. Da ist der Bildschirm. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Hätte ich beinahe nicht herausgefunden. So. Oh, was ist das? Hä? What the frick? Was ist das denn? Sieht cool aus, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Da ist irgendein Chip drin. Ich habe Angst, es kaputt zu machen. Können wir es rausholen? Kann man. Schon mal sehr interessant, was dieses Laptop zu bieten hat hier. So, was ist das hier? Platzhalter? Oder ist irgendwas drin? Nee, sieht aus wie ein Platzhalter. Was haben wir hier? Unser Stromkabel ist einmal hier drin. Dann haben wir unser Netzteil. So sieht es aus. Kann man auch aufmachen. 11,8 Ampere bei 19,5 Volt. So, Freunde, es ist Zeit, sich mit dem Laptop zu beschäftigen. Guck mal hier, schön eingepackt eine Folie. Das werden wir jetzt erstmal entfernen. Okay. Sehr schön. Zack.
So, der Laptop ist so ein dunkelgrau gehalten und mir gefallen diese Striche, seht ihr das? Die Striche verlaufen hier so lang und auf einmal wechseln sie die Richtung hier. Das sieht sehr, sehr nice aus. Als würde ich hier mit dem Schleifpapier so drüber gehen und dann haben wir gedacht, ah komm hier, verändern wir mal die Richtung, gehen wir mal in die andere Richtung. Das ist einmal von der Rückseite auch sehr, sehr geile Details hier. Rook. Seht ihr das? Ganz leicht, das sieht man, wenn man so ein bisschen weiter weg. Also wenn ich in die Kamera schaue, sehe ich hier, dass hier Rook reingeschrieben ist. Wenn ich so selber so reingucke, sehe ich das nicht direkt. Das ist ein bisschen, man muss so ein bisschen mit dem Licht spielen, dann sieht man das. So, wir haben hier an der Seite dreimal USB und einmal Kopfhöranschluss. Und hier an der Seite haben wir kein SSD, das ist was anderes. Das ist irgendwie eine Minibox vielleicht oder eine Lüftung. Oder ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass hier so ein Sound rauskommt. Das haben wir auf der anderen Seite. Wir haben hier einmal ebenfalls wieder diesen kleinen Schlitz. Sieht aus wie so ein kleines Soundmodul oder ein Sound, eine Box oder was auch immer sein soll. Ich denke schon. Und hier haben wir so ein ganz komisches Loch, einen größeren Loch. Ich glaube, vermutlich hat das was mit diesem Teil hier zu tun, was ich im Moment immer noch nicht weiß, wofür das da ist. Aber das werden wir gleich herausfinden. Und schauen wir uns einmal die Rückseite an. Wir haben hier einmal Netzwerk, HDMI und SSD. So, öffnen wir mal den Laptop. Oh ja. Hier sehe ich schon 144 Hertz. 3 Millisekunden IPS, Ultra Wide Viewing Angle. So haben wir das Ding vor uns. Gucken wir erstmal, wie sich das anfühlt. Ja, sehr gut. So muss ich den Laptop anfühlen. Die Tastatur fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ihr seht hier, das sieht aus wie ähnlich wie Carbon. Sehr, sehr cool. Fällt mir. Also, Tastendruck ist gut. Kann man sich nicht beschweren. Das Öffnen vom Laptop geht auch ganz leicht, funktioniert auch mit einer Hand. Die ich selber persönlich nie mag, ist, wenn die Enter-Taste so klein ist. Es fuckt mich immer so ein bisschen ab. Man muss sich extrem dran gewöhnen, wenn die Enter-Taste so klein ist. Ich denke mal, so ein Hashtag ist zwar cool, kann man gut gebrauchen, ja. Aber so eine Enter-Taste in größer wäre für mich einfach besser. Weil ich kenne das, man verklickt sich halt immer auf diese scheiß Enter-Taste. Aber das ist ja natürlich auch Geschmackssache, wie es er selber empfindet. Ich würde sagen so, ich habe das Netzteil angeschlossen, ich starte das mal zum ersten Mal an. Let's go, dann gucken wir uns an. Oh yeah. Oh mein Gott, das leuchtet ja richtig nice. Republic of Gamers. Das habe ich ja noch nie bei einem Laptop gesehen, dass er so RGB-Beleuchtung hat, unten drum. Sehr cool. So, was haben wir denn hier? Deutsch. Korrekt. Starten wir einmal ganz kurz Windows. Mal ganz kurz gucken, wie es liegt. Hallo, ich bin Cortana und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Danke Cortana, das ist aber sehr lieb von dir. Eine Anmeldung hier, etwas WLAN da und schon ist dein PC betriebsklar. Das will ich auch für dich hoffen. Während wir hier warten, Leute, nicht vergessen auf Notebooks billiger. Unten in der Videobeschreibung den Link. Müsst ihr unbedingt draufklicken, wenn ihr ein Gaming-PC gewinnen wollt. Geht drauf und macht einfach das, was sie von euch verlangen, Freunde. Dort findet ihr alles Wissenswerte dazu, Leute. Und ich würde sagen, wir reden ja die ganze Zeit von ESL und Counter-Strike. Ich würde sagen, wir installieren einmal kurz hier Steam und Counter-Strike natürlich. Das ist ja das Interessante dran. So, Steam downloaden. Steam downloaden und dann versuchen wir einmal eine Runde hier Counter-Strike drauf zu zocken, würde ich sagen. Boah, ich war zuletzt angemeldet am 14.02.2019. Okay, jetzt installieren Counter-Strike. Und während das Ganze jetzt hier installiert, deshalb Verknüpfung einstellen, ja, pass, let's go, starten. Während Counter-Strike jetzt hier installiert wird, gibt es noch eine wichtige Frage, was mit diesem Laptop ist. Und zwar, ich klicke mal weg, und zwar, was hat das mit diesem wunderbaren Ding hier auf sich? Ich weiß auf jeden Fall, dass man das Ding abmachen muss und da reinstecken. Und das werden wir jetzt mal kurz machen. Ich mach das hier mal ab. So, das ist halt ein Chip. Und guck mal, was passiert. So. Oh. Okay. Ein bisschen recherchiert, was ist mit diesem Keystone, so nennt sich das. Keystone heißt das. Und damit lässt sich auf jeden Fall Daten von euch verschlüsseln. Das heißt, wenn ihr wichtige Daten habt oder bestimmte Profile auf eurem Laptop haben wollt, könnt ihr das mit dem Keystone alles machen und verschlüsseln. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel vom Laptop weg seid, könnt ihr einfach das Ding nehmen, zack, und schon habt ihr alles verschlüsselt. Das Ding ist natürlich mega geil, um das Teil zum Transportieren. Die Leute können halt nichts mehr damit anfangen, erst wenn sie den Laptop haben. Plus euer Keystone. Diese alle Einstellungen, alle eure Daten sind verschlüsselt. Das ist wirklich heutzutage ein gar nicht mal so ein schlechtes Feature. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kann man wirklich machen. Das ist wirklich nice. Also für Leute, die fanatisch sind und haben Angst um ihre Daten, ist dieses Ding genau das Richtige. Gefällt mir. Und allgemein an sich, designmäßig, ist es schon cool. Ich fühle mich wie ein Hacker gerade. Ich weiß nicht warum, aber so wie ein Hacker, ich schiebe das rein und dann kann ich direkt in meine Daten dann zugreifen. So, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall cool. Gefällt mir. Sehr gute Idee hatte Asus da. Und während Counter-Strike noch am installiert ist, erzähle ich euch ein bisschen über die Sachen, die verbaut sind. Also wir haben ein entspiegeltes 17,3 Full HD 144 Hz IPS Display.
Dann haben wir einen Flinker Intel Core i7-9750H 6x2,6 GHz Turbo Boost mit bis zu 4,5 GHz und satte 16 GB DDR4 2666 RAM in Kombination mit einer ultraschnellen 512 GB M.2 SSD und einer riesigen NSATA SSHD mit 1 TB FireCuda. Und das ganz Wichtige natürlich, NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6. Das sind die Specs, was das Ding verbaut hat. Und jetzt ist es Zeit, endlich mal Counter-Strike zu spielen. Oder was würdet ihr sagen? Let's do this. Gucken, wie das Ding performt. Ich habe schon lange kein Counter-Strike mehr gezockt. Und das wird eine Katastrophe. Aber nicht so schlimm. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gefahrenzone spielen. Okay, so, wie geht das nochmal? Das hat sich viel verändert hier. Leck mir am Arsch, ey. Deathmatch. Ein schärfer Gruppe Sigma. Das 2. Los geht's. 10 Jahresmedaille ist ja cool. Ihr Spiel ist bereit. Okay, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. 144 Hertz. Sieht auf jeden Fall nice aus. Was soll man machen? Terroristen oder Antiterrorist? Ah, ich bin lieber ein Terrorist. Ah, geht nicht mehr. Oh, was habe ich denn für eine Waffe? Wie kann man zoomen? Oh, shit. Warte mal, warum habe ich... Wie kann man springen? Oh, scheiße, meine Tasten sind komplett falsch. Ich brauche eine andere Waffe. Wo kann man kaufen? Hier kann man kaufen. Nice, nehmen wir eine AK. So, ich muss mal kurz... Warte mal, ich muss... Bitte nicht auf mich schießen, dankeschön. Wo kann ich meine Tasten ändern? Auf Escape. Boom. Ich muss mal ganz kurz meine Tasten ändern. Die sind komplett falsch. Wo kann ich springen? Okay, Leute, jetzt habe ich hier ein bisschen die Einstellung. Headshot. Nice, läuft doch. Jetzt läuft's. Oh, shit. Oh shit, ich brauche eine andere Waffe. Ich will eine AK wieder. Ah, von Leute, kommen wir zu meinem kleinen Fazit, denn es war nur ein kleines Unboxing mit einem leichten Review drin. Und ja, ich muss dazu sagen, das Design an sich gefällt mir extrem gut. Also es ist wirklich, diese RGB unten rum sind sehr fresh aus. Diese geschliffenen Sachen hier oben sind sehr, sehr toll aus. Das Zocken an sich war sehr smooth, keine Ruckler, kein gar nichts. Perfekt. Es war natürlich eine kurze Zeit, das Ding richtig zu testen. Dann bräuchte ich mehr Zeit dafür. Aber an sich habe ich nichts Negatives zu sagen, gefällt mir. Dieses Gaming-Laptop kann man sich auf jeden Fall empfehlen. Der Preis liegt hier bei ca. 2000 Euro, Freunde. Beschweren kann man sich da eher weniger, würde ich mal sagen, Freunde. Und ja, nicht vergessen, bei allen Gewinnspielen teilzunehmen. Den Link dazu findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Klickt auf jeden Fall drauf, versucht euer Glück, Leute. Und nicht vergessen, in den Kommentaren könnt ihr ebenfalls mitmachen, wenn ihr die ESL One-Tickets gewinnen wollt. So, das war das Unboxing mit dem kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf diesen dann kommt zu weiteren lustigen Reviews bei mir am Kanal. Links und rechts, wenn ihr da Social Media auf den vertreten bin. Und direkt unter mir mich kostenlos, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. So, und jetzt gehe ich noch eine Runde CSGO. Da ist noch viel Lernbedarf. Ich habe es alles verlernt, Leute.